Macht neugierig. Ja, und nun zum Sport und zur deutschen Fußballnationalmannschaft. Ja, die Norbert. Ja jetzt endlich weiß, wie sich ein Sieg in der Nations League anfühlt. An den 2:1 Erfolg vom Samstag in Kiew gegen die Ukraine anknüpfen, das will Teamchef Joachim Löw morgen Abend in Köln. 3 Punkte beim Spiel gegen die Schweiz sind Pflicht. Die Kölner Zuschauer müssen morgen Corona-bedingt alle zu Hause bleiben, wenn die Mannschaft, die auf der anderen Rheinseite ihr abgeschirmtes Quartier bezogen hat, zum 3. Spiel innerhalb einer Woche antritt. Was ich gegen die Schweiz erwarte, ist sicherlich auch Konzentration. Ich erwarte natürlich auch in unserem Spiel mehr Präzision. Na, da haben wir sicherlich ein paar Fehler gemacht. Der 2:1 Erfolg letzten Samstag in Kiew war der erste Sieg in der vor 2 Jahren eingeführten Nations League. Hinter Draxler, Halstenberg und Klostermann stehen noch Fragezeichen. Toni Kroos wird Mitglied im Club der Hunderter, bestreitet morgen in Köln sein 100. Länderspiel für Deutschland.